Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich freue mich, dass wir heute wieder beisammen sind, die heilige Messe zu feiern. Wir haben gesungen, näher mein Gott zu dir. Das war ein ganz wichtiger Leitsatz für die Heilige, die die Kirche heute verehrt. Heilige Mutter Teresa von Kalkutta, eine der größten Heiligen des 20. Jahrhunderts. Viele sehen in ihr eine sozial tätige Frau, aber es ist ihr um ganz etwas anderes gegangen. Es geht darum, im Nächsten Christus zu begegnen und ihm lieben. Und darin ihm die Würde zu geben, die ihm zusteht. Und deshalb ist es ihr nicht gegangen, sozusagen möglichst viele Menschen davon zu bringen und sich die herauszubitten, bei denen es sich noch am ehesten auszahlt, bei den vielen Sterbenden auf den Straßen, sondern wenn die letzten Sekunden des Lebens umgeben waren von Liebe und dieser Mensch sich dieser Liebe öffnen konnte, der vielleicht ein Leben lang nur Missachtung und Gewalt und Lieblosigkeit erfahren hat, dann wurde seine Seele gerettet und sie konnte mit Gott versöhnt in den Himmel gehen. Deshalb auch ihr starker Einsatz und den Schutz des ungeborenen Lebens. Aus der Liebe zu Christus. Ihr Wort ist, mich dürstet. Der Durst Jesu am Kreuz nach den Seelen der Menschen. So sollen auch wir bereit sein, dem Herrn zu dienen. Auf den Wegen, die er uns zeigt. Und so bereiten wir unsere Herzen. Bekennen, dass wir sündige Menschen sind und sein verzeihendes Erbarmen brauchen. Ich bekenne, Gott, dem Allmächtigen und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt, in Gedanken, Worte und Werke, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott und seinem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. O Gott, du hast die heilige Jungfrau Theresia berufen auf die Liebe deines am Kreuze dürstenden Sohnes, mit besonders liebevoller Zuwendung zu den Ärmsten zu antworten. Wir bitten dich, verleihe uns auf ihre Fürsprache, dass wir in den leidenden Brüdern und Schwestern Christus dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.